Naja, dieser Artikel war deswegen sehr interessant, weil der Grund meiner Kritik nicht an Russland, sondern an Putins Russland und an der Putin-Politik überhaupt nicht genannt worden ist, nämlich die Annexion der Krim und der fortwährende Krieg, der gegen die Ukraine geführt wird. Das wurde überhaupt in diesem Artikel überhaupt nicht erwähnt. Mir macht diese Diffamierung überhaupt nichts aus. Mein Bild von Russland generiert sich aus anderen Quellen. Ja? Dadurch, dass ich hingehe durch die Freunde, dadurch, dass ich reise, dass ich nicht nur in Moskau bin, sondern auch anderswo. Und also ich traue in meinen Augen mehr als den Secondhand-Mitteilungen. Und ich finde das auch sehr wichtig in einer Zeit, wo sozusagen so viele virtuelle Realitäten produziert werden, dass man sich selber einen Eindruck verschafft. Also ich halte diese Geschichte mit der Rückkehr in den Kalten Krieg für eine falsche Analogie, die einen auch lähmen kann und blind macht für neue Formen der Auseinandersetzung. Also wir sind nicht in der Zeit, wo man die alte Propaganda noch aufdrehen kann und mit einer alten Form von Propaganda des Ost-West-Konfliktes zu tun hat, sondern es gibt Information War, es gibt sozusagen den postmodernen Diskurs, es gibt nicht die Wahrheit, sondern es gibt viele Wahrheiten, es gibt die Auflösung überhaupt, angebliche Auflösung eines Wahrheitsbegriffs. Nein, es ist eine ganz andere Situation. Ich glaube, es hat nach dem Ende der Sowjetunion eine sehr starke Verunsicherung gegeben. Das Imperium war am Ende und es gab eine, so etwas wie eine Suchbewegung nach dem, was eigentlich Russland nach dem Ende der Sowjetunion sein sollte. Und es gab ja sogar eine Reihe von Wettbewerben, Ausschreibungen über die russische Idee. Und ich glaube, in dieses Vakuum, in diese sehr starke Verunsicherung, die man sich ja auch sehr gut erklären kann, damit hat das zu tun. Naja, ich glaube, dass es so etwas wie ein nicht Traum, aber so eine mangelnde Wachsamkeit nach 89 gegeben hat, dass alle irgendwie dachten, es wird schon funktionieren und dass man die Härten der Transformation nicht wirklich gesehen hat. Und vor allem alle waren damit beschäftigt, sich selber neu aufzustellen. Ich meine, Europa ist ja auch in den letzten 20, 25 Jahren konfrontiert gewesen mit einer Vielzahl von Krisen, eine nach der anderen, Euro-Krise, Griechenland-Krise, Migrationskrise. Und das heißt, es war ein sehr starkes Interesse, das nach innen gerichtet war. Es war niemand, glaube ich, eingerichtet auf die Vorstellung, dass es ein Handstreich, ein Handstreich geben würde, eine revisionistische und revanchistische Attacke. Und das hat, glaube ich, etwas damit zu tun, dass wir nicht verstanden haben, welche Dynamik innerhalb Russlands herrscht und die Putin sich zunutze gemacht hat. Und ich bin der Auffassung, es hat in erster Linie etwas mit den inneren Verhältnissen Russlands zu tun und nicht mit dem, was in der Ukraine oder im Westen passiert ist. Und meine Erfahrung ist, dass das Land natürlich ungemein reich ist, trotz aller Katastrophen mit Krieg, Terror, den demografischen Verlusten, sodass es ist reich nicht nur an natürlichen Ressourcen, sondern auch an humanen.
Und eine der Tragödien der letzten 10, 15 Jahre ist, dass vieles, was nachgewachsen ist an gebildeten, jungen, energischen, unternehmerischen Leuten, dem Land ja verloren gegangen ist. Ja, die Leute sind weggegangen. Und ich halte das für eine ganz schlimme Sache. Ich hoffe auf eine Situation, wo Leute wieder nach Russland gehen, wo Leute, die etwas machen wollen und die sich seit Jahren den Kopf zerbrechen, was man alles für großartige Sachen machen kann, dass das wieder in Gang kommt. Ja? Und ich hatte Anfang der 90er, in den 80er und 90er Jahren mit einer Studentengeneration zu tun, die alle dorthin wollten, die hingegangen sind, die Sprache gelernt haben. Und das hat jetzt sozusagen im Zuge dieser neuen Feindbildproduktion, ja, und diese Abwehr und diese ja wirklich Feindbildproduktion, man fühlt sich nicht mehr wohl. Und ich hoffe, dass dieser Zustand, für den meiner Meinung nach auch eine Figur wie Putin sehr stark verantwortlich ist, dass das irgendwie wieder ein Ende hat, ja, und die Energien und die Ideen, die es überall gibt, ja, dass die wirklich umgesetzt werden können. Wenn ich in Moskau oder in Rostov am Don oder in Samara oder in Jekaterinburg oder in Novosibirsk bin, ich fühle mich in Europa, aber in einem anderen Europa. Ja? Und was auch sehr wichtig ist, weil man sozusagen von der Seite her zurückgucken kann auf unser, wie soll ich sagen, kleines mitteleuropäisches Europa. Aber ich habe keine Schwierigkeit, also wenn ich mich in Russland bewege, bewege ich mich in Europa, ja? Auch wenn ich weiß, dass Vladivostok im fernen Osten liegt.